Wie ich das gerade mit dem Beispiel der Schülerin aus Niedersachsen erklärt habe und gesagt habe, das verbieten wir in Bayern, dass in Schulen Gesichtsverschleierungen. Habe ich Sie so richtig verstanden, nehmen, dass Sie gesagt haben, finden Sie auch für richtig, dass in Schulen hat das nichts zu suchen. So, aber dann sehen Sie doch, wenn der niedersächsische Landtag mit rot-grüner Mehrheit beschlossen hat, es dort zu akzeptieren, dass es notwendig ist, darüber eine Debatte zu führen. Die Frage ist ja völlig egal, ob Sie das Leitkultur nennen oder nicht. Aber dass wir genau über solche Fragen reden, ist es okay, Gesichtsverschleierung in deutschen Schulen zu akzeptieren oder nicht, da muss man offensichtlich darf ich an etwas erinnern, was de Maizière vor der Burka geschrieben hat, und das kann man ja auch fragen, Herr Jörges, das steht sowohl bei Ihnen als auch bei de Maizière. Warum ist es eigentlich falsch, in Deutschland zu sagen, wir sind ein christlich geprägtes Land? Das ist so. Das heißt, das Christentum und die christlichen Gläubigen haben hier Vorrang? Nee, das haben Sie nicht. Es gilt die Gleichwertigkeit der Religionen und Kirchen und der Glaubensbekenntnisse. Da ist Deutschland inzwischen auch im religiösen Bereich multikulturell. Die Zeiten des reinen Christentums sind vorbei. Und ich glaube, wir müssen uns mal unterscheiden lernen zwischen dem Hinweis auf Sitten und Gebräuche, das hat für mich mit Leitkultur gar nichts zu tun, und Werten. Eine Wertedebatte ist immer richtig. Gut. Was sind die Werte, nach denen wir leben? Da finden wir viel im Grundgesetz, aber nicht nur. Mir ist das Grundgesetz auch ein bisschen abstrakt, obwohl es hervorragend ist. Aber wir müssen uns darüber unterhalten, was macht heute Deutschland aus? Deutschland unterliegt auch einem Wertewandel, einem dramatischen in den letzten Jahrzehnten. Homosexualität war strafrechtlich verboten noch vor ein paar Jahrzehnten. Inzwischen sind Homosexuelle in der Gesellschaft integriert und niemand mehr hat ein Problem mit ihnen. Irgendwann wird die CSU sie auch heiraten lassen, weil es da gibt es auch ein paar Homosexuelle, die heiraten wollen in der CSU. Das ist, der Wertewandel schreitet voran. Wir müssen über Werte reden und nicht über Sitten und Gebräuche. Das sehe ich ehrlich gesagt völlig anders. Moment, ich bin gleich soweit. Wir würden doch auch nicht reinschreiben in einen solchen Katalog, dass man im Mai, Anfang Mai in kurzen Lederhosen auf Maibäume steigt. Das ist Sitten und Gebräuche. Und wenn ich lese, dass hier mit geschwellter Brust über die Kulturnation Deutschland geredet wird, ja, wie toll wir sind, wie viel Theater und Schulen wir haben. Wir haben in diesem Land kaputte, marode, sanierungsbedürftige Schulen. Da müssten 34 Milliarden investiert werden. Und dieser Innenminister hat die Dreistigkeit, sich hinzusetzen und die deutschen Schulen zu loben. Da wird es mir ganz anders. Das ist genau das Thema. Nein, weil wir sprechen eigentlich gerade über was anderes. Wir können gerne noch über Schulpolitik diskutieren, auch gerade über Rot-Grün. Da zeigt sich der Wert von Bildung. Welchen Wert gibt man Bildung, wenn hier... Für den baulichen Zustand der Schulen in Berlin ist nun wirklich nicht die bisher verantwortlich. Das sind wir uns auch einig. Ich möchte Herrn Jörges widersprechen in der Frage der Sitten und Gebräuche, weil ich glaube, dass genau das eigentlich der Knackpunkt ist und weil genau das auch ist, was wir so meinen mit guten Tag sagen und wie man sich benimmt. Weil Sie können ja die Identität eines Landes nicht einfach nur in Gesetze packen. Deswegen kommt mir diese Definition auch zu kurz. Sie sagten, jeder, der sich ans Grundgesetz hält, ist doch ganz prima. Nein, das reicht nicht. Ich habe aber auch noch was gesagt. Wir müssen Identität positiv definieren. Das Grundgesetz reicht eben nicht aus. Das Grundgesetz ist sozusagen die rechtliche Basis, wo man sagt, daran sollte man sich auf jeden Fall halten. Aber das ist nicht alles. Das macht nicht die Identität eines Bürgers aus, die Frage irgendwie, ob er sich an Recht und Gesetz hält, sondern für mich ist Integration oder auch die Frage, fühle ich mich als Deutsche, auch etwas, was eine Haltung ausdrückt. Also möchte ich auch zu diesem Land gehören. Und wenn wir dann feststellen, dass wir sowas wie Parallelgesellschaften in unserer Gesellschaft zulassen, dass wir in Großstädten inzwischen diese sogenannten No-Go-Areas haben, und ich komme aus Nordrhein-Westfalen, wir haben sie real da. Wir haben es dort mit Menschen zu tun, die weder Lust haben, unsere Sprache zu lernen, noch sich an unsere Sitten zu halten, sondern die sich sogar separieren eigentlich von der deutschen Gesellschaft. Die schließen nicht wir aus, sondern die schließen sich selber aus. Die haben gar kein Interesse daran. Und das ist genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Menschen in der Bevölkerung eben unruhig macht, wo sie sagen, das finden wir nicht gut. Wir finden es nicht gut, dass sich hier Leute separieren, dass quasi ganze Regionen abtrennen und die nicht mehr bereit sind, sich mit den Sitten und Gebräuchen in unserem Land auch nur zu beschäftigen, geschweige denn überhaupt innere Haltung positiv dazu zu entwickeln, sondern sie lehnen uns ab. Frau Schäbli? Ich finde, an dem ganzen Duktus merkt man, wo wir eben eigentlich nicht sein wollen.
Das, weil, schon. Nein, wo wir eigentlich nicht sein dürften, weil ich finde, dass wir es hinbekommen müssten, unsere Identität, die deutsche Identität, nicht immer in Abgrenzung zu dem anderen zu definieren. Und das tun sie. Ja. Sie tun das die, ja, sie tun das die ganze Zeit, weil ich finde, dass wir eigentlich, es gibt so viel, worauf wir, das habe ich ja vorhin gesagt, das Grundgesetz ist der Rahmen, aber ich bin ja auch dafür, dass wir etwas mehr brauchen, etwas, was uns ausmacht. Eine positive Identität definieren, aber nicht in Abgrenzung zum anderen, sondern etwas, was wir gemeinsam haben. Zum Beispiel finde ich, dass wir als Deutsche stolz sein können auf dem Umgang mit der deutschen Geschichte, obwohl sie uns aufoktroyiert wurde und angeordnet wurde, aber wir haben daraus gelernt. Und daraus ergibt sich für uns alle, unabhängig von Herkunft und Religion, eine Verantwortung dafür, dass wir die demokratische Kultur und die Menschenrechte in diesem Land wahren. Das ist zum Beispiel etwas... Das ist ja keine Identität. Doch, das ist auf jeden Fall Identität. Aber sowas von, der Umgang mit deutscher Geschichte ist sowas von... Sie haben es mit dieser jungen, Entschuldigung, mit dieser jungen Muslima zu tun, die eben in den wenigen Sätzen ausdrücklich ihre eigene, da ist sie und ihre Vorfahren in keiner Weise für verantwortlich gewesen, die deutsche Verantwortung, sie fühlt sich als Deutsche, für den Judenmord mit übernommen hat. Das müssen Sie sich mal überlegen. Und deshalb gehören die beiden natürlich dazu. Nein, die gehören zu uns. Und sie, doch, sie natürlich also, auch. Sie sind ja original Bio-Deutsche. Nein, aber Herr Jürgen, Frau Kelle ist, muss man sagen, Rumänien im Übrigen. Nein, Rumänien aber ich will das ja eben nicht. Aber als Bürger Schwäbin. Entschuldigung. Aber ich will das ja eben nicht, das, was Sie da gesagt haben, weil wir schon wieder die Muslime und die anderen. Ja. Ich will ja eigentlich dahin, dass wir etwas schaffen, wofür wir gemeinsam stehen. Aber ja? Was heute Deutschland was macht Deutschland heute aus? Was bedeutet Deutschland heute und nicht Deutschland von früher? Genau. Ne? Und Deutschland würde ich da von heute ist gern anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben. In der Tat. Ich sehe das schon als Teil unserer deutschen Identität. Wir können gemeinsam heute stolz darauf sein, welches Ausmaß an Demokratie, an Freiheit, an Rechtsstaat wir verwirklicht haben. So viel heute wie nie zuvor auf deutschem Boden und auch in einer Art und Weise, die heute von vielen Ländern der Welt weltweit als vorbildlich angesehen ist. Das ist eine tolle Leistung Deutschlands, der Menschen, die heute hier zu Hause sind, was 72 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Katastrophe erreicht worden ist. Da können wir gemeinsam stolz darauf sein. Das ist in der Tat nach meinem Verständnis schon heute auch ein Teil der Identität. Aber wenn Sie vorhin von der christlichen Prägung gesprochen haben, dann will ich das vor allen Dingen nochmal aufgreifen, weil es deutlich macht, dass wir hier schon diese Differenzierung auch ein bisschen wahrnehmen müssen. Wir sind uns völlig einig. Klar ist, es herrscht Religionsfreiheit in unserem Land und insofern völlige Gleichberechtigung. Und trotzdem ist es völlig klar, wenn ich zum Beispiel nach Istanbul komme, dann ruft der Muezzin und das gehört zur Prägung dieses Landes. Und da kann ich nicht ernsthaft erwarten, dass sozusagen gleichberechtigt der christliche Kirchturm die Glocken läuten lassen kann neben dem Muezzin. Doch, das müssen wir von der Türkei auch erwarten. Aber wir sind hier eine jedenfalls Demokratie. Nicht gleichzeitig, wenn der Muezzin ruft. Nicht. Und umgekehrt, steht ja nicht direkt daneben die Kirche. Und umgekehrt müssen wir aber klar sagen, wir haben bei voller Religionsfreiheit. Und jeder Muslim und jeder Buddhist und was auch immer darf hier seine Religion leben. Mhm. Aber das Land insgesamt ist in der Tat christlich geprägt. Das richtet sich gegen niemand anderen. Christlich ist auch keine nationale Religion. Der christliche Glaube verbindet hunderte von Millionen Menschen auf dieser Welt. Das ist nicht national, aber dass das ein Stück unser Land, die Geschichte unseres Landes prägt. Ich würde das gar nicht ablehnen. Wir erinnern in diesem Jahr jetzt an die das waren andere Thesen vor 500 Jahren von Martin Luther, die angeschlagen wurden. Das prägt alles auch die Geschichte unseres Landes und gehört zur Identität Deutschlands. Die Frage ist, Frau Schäble, Sie haben ja auch gerade das Grundgesetz genommen, um da daran anzuknüpfen und das Problemfeld, das Frau Kelle, glaube ich, meint, aufzunehmen, ist, es gibt tatsächlich diese Studien, Uni Münster zuletzt, die sagt, also unter den Türkei-Stämmigen in Deutschland gibt es einen Teil, der bei 47% liegt, die sagen, die Befolgung der Gebote meiner Religion ist mir wichtiger als das Gesetz des Staates, in dem ich lebe. Ja. Bei der ersten Generation sind es 57%, also eine richtige Mehrheit. Und selbst in der dritten Generation, also die jungen Leute von heute, sind es immer noch 36%. Ja. Also das ist genau das Problem. Ja, und ich finde das auch. Wie wird man diesem Problem Herr, wenn man nicht sagt, liebe Leute, das sind unsere Regeln? Religion ist Privatsache.
Und das in irgendeiner Form dann nicht, auch mit ja, einer Leitkultur bestimmt dann nicht, bestimmt nicht, indem wir Abgrenzungsdebatten führen. Sondern in Berlin setzen wir einer Abgrenzungskultur, einer Anerkennungskultur entgegen. Und deswegen haben wir in Berlin junge Leute, die sich auch als Teil der Gesellschaft, als Teil Berlins und die sich wahnsinnig mit der Stadt identifizieren können. Da müssen wir nämlich hin. Ich sehe das als Problem übrigens. Ich habe ja, ich komme aus einer Großfamilie mit vielen Geschwistern und sehr vielen Nichten und Neffen, die heute alle studieren, ja. Und auch die, wenn ich die frage, woher komm, was würdest du sagen, wenn man dich fragt, woher du kommst, würd, sagen die zum Beispiel nicht so leicht, ja, wir sind Deutsche. Ich kann das viel leichter sagen. Und ich finde das erschreckend, ehrlich, dass wir in der dritten Generation, dass die dritte Generation sich viel schwerer mit der deutschen Identität tut als ich. Und dann frage ich mich, was läuft eigentlich falsch in diesem Land? Ja? Was machen wir falsch, dass wir diesen Leuten scheinbar irgendwie nicht vermitteln, dass sie dazugehören? Ich glaube, doch, ich würde von meinen Nichten sagen, die eine studiert Architektur, die andere ist Medizinerin, studiert Medizin und so weiter. Ich würde sagen, die machen wenig falsch, weil die Vielleicht verstehen wir es etwas besser, wenn wir eine kurze Zäsur machen, alle durchatmen und einen ganz kurzen Moment. Denn in der Tat, die Karriere von Sausan Şebli ist außergewöhnlich und die Geschichte der Familie ist es natürlich auch. Frau Şebli, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie häufig die Frage hören, wo kommen Sie eigentlich her? Das liegt jetzt vermutlich an den Namen. Sie selber fühlen sich als Deutsche. Sie haben aber auch gerade gesagt, in der Familie ist das nicht bei allen Ihren Geschwistern so. Woher kommt das denn dann? Ja, ich glaube auch durch die Debatten, wie wir sie führen. Ich kann da inzwischen sehr souverän mit umgehen, wenn Leute mich fragen, woher du kommst. Ich würde das nicht immer als Zeichen von Abgrenzung sehen, ja, sondern ich interpretiere das inzwischen auch als Interesse. Aber bei meinen Nichten, die sind natürlich deutlich jünger als ich und ich glaube, die gehen mit diesen Sachen auch viel sensibler um, wenn sie die Leitkulturdebatte hören, wenn sie sehen, wie eine Partei immer stärker wird, die Muslimen Rechte absprechen will, die im Grundgesetz verankert sind, das ist die AfD. Wenn wir sehen, dass rechte Gewalt in diesem Land zunimmt und das nicht in den Schlagzeilen vorkommt, das macht natürlich alles etwas mit jungen Menschen, die hier groß geworden sind und geboren sind und die sich eigentlich integrieren wollen, aber die ständig hören oder vielleicht nicht nur hören, sondern das Gefühl haben, das ist es ja, manches ist vielleicht auch nur das Gefühl, egal wie sehr du dich integrierst, du bist nicht ein echter Deutscher. Du wirst das auch nie sein. Ja. Weil die gehen dann nach Amerika. Die eine, die geht dann nach Amerika und die sagt, weißt du was, Sausan? Da sage ich, ich bin Deutsche und keiner fragt mich, aber woher kommst du genau? Das ist ein ganz, da leben sie was ganz anderes und da erleben sie, was es heißt, was Deutsch sein ist. Zum kulturellen Wandel gehört eben auch, da hat sie schon recht in ihrer Kritik an ihnen, dass man nicht automatisch ohne nachzudenken, zugrunde legt, davon ausgeht, dass die Leitkultur die urbiodeutsche Kultur meint, sondern zur deutschen Kultur gehört heute auch eine Vielzahl von anderen Kulturen, die inzwischen auch in Deutschland leben und dauerhaft hier leben und die deutsche Kultur verändern. Wir essen ja in Berlin nicht nur Currywurst, wir essen auch Döner und zwar